Hi Leute, ganz herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Heute kommt die langersehnte Haustour, weil extrem viele haben mich gefragt, ob ich eine Haustour machen kann. In dem Haus, in dem ich lebe, hier in North Carolina, bei meinem Auslandsjahr. Ja, ich habe meine ganze Familie gefragt und für die ist überhaupt kein Problem, dass ich das Haus zeige, in dem ich lebe. Freut mich halt extrem, weil mich so viele gefragt haben, ob ich eine Haustour machen kann. Und ich fand halt Haustouren auch immer extrem spannend, als ich halt immer so Auslandsjahr-Videos geguckt habe. Deswegen kommt heute das Haustour-Video. Ich wollte euch jetzt ganz kurz das Haus zeigen, wie es halt aussieht, wenn es sozusagen noch hell ist. Später die Haustour werde ich drehen, wenn es dunkel ist, da ja gerade auch so die Weihnachtszeit ist. Und ich will es probieren, noch hochzuladen vor Weihnachten, damit es halt auch so in diesem Weihnachts-Vibe ist. Aber auf jeden Fall wollte ich das nochmal ganz kurz zeigen, wie das Haus aussieht, wenn es halt hell ist und nicht dunkel. Weil ich finde, das kommt auch nochmal ganz anders rüber, wenn es halt hell ist und nicht ganz dunkel. Und auch nochmal ganz kurz zu der Nachbarschaft, wie es aussieht, wenn es halt noch so... Es ist gerade Dämmerung, also die Sonne geht halt da hinten gerade unter, falls ihr es gerade sehen könnt. Da. Ja, also diesen Weg komme ich immer von der Schule und dann ist das hier unser Haus und ich finde das so wunderschön einfach. Und ja, so sieht es halt im Hellen aus. Später werde ich euch das mal ganz zeigen, wenn es halt dunkel sein wird, weil wie gesagt, es kommt nochmal ganz anders rüber, wenn es halt dunkel ist. Und dort geht gerade voll schön die Sonne unten da. Oh, die Kamera will das gerade nicht zeigen. Da hinten. Und oh, die Garage geht gerade auf. Und dann ist das halt einfach unsere Nachbarschaft, wenn man halt einfach so guckt. Genau, und dann würde ich sagen, melde ich mich später bei euch, wenn es halt dunkel sein wird, weil dann, wie gesagt, kommt nochmal alles ganz anders rüber. Dann kann ich euch diese Dekoration hier nochmal ganz zeigen und dann fange ich später an, wenn es halt dunkel sein wird. Okay, ich habe jetzt ein bisschen gewartet und jetzt ist es dunkel draußen und deswegen kann ich euch jetzt ein bisschen zeigen, wie es aussieht, wenn es dunkel ist. Also das ist hier unsere Nachbarschaft. Ich finde dieses Haus extrem schön. Und dann hat dieses Haus in unserer Nachbarschaft sogar so eine Lightshow. Ihr könnt jetzt sogar ein bisschen diese Musik hören. Und dann sieht unser Haus so aus. Genau, das ist hier unsere Dekoration. Und dann, die anderen Häuser sind irgendwie nicht so viel dekoriert in unserer Nachbarschaft. Aber wenn man halt die nächste Straße da lang geht, dann sind da die Häuser extrem dekoriert. Und ja genau, hier ist wie gesagt unsere Garage. Dann kommt man hier so. Hier haben wir halt ganz viele Lichter. Diese Lichter erinnern mich irgendwie extrem an Stranger Things. Genau, da haben wir halt hier so ein Front Porch. Dann hier über unserer Tür steht Namaste, was ich voll schön finde. Genau, hier wird eigentlich nicht so viel weiter dekoriert. Bisschen hier. Und hier haben wir halt diese Lichterkette. Und einfach noch so eine kleine Bank, wo man halt sitzen kann. Und ich finde es extrem schön. Und ganz oft, wenn halt im Sommer so Leo draußen spielt, dann sitzen wir immer hier. Und ja. Genau, jetzt gehe ich mal rein. Wenn man reinkommt, ist das dann halt der erste Blick, den man hat. Das ist halt so dieser Eingangsbereich hier. Hier haben wir halt auch so einen kleinen Weihnachtsbaum. Richtig süß. Und hier kann man halt dann rausgucken. Und ja, das ist halt sozusagen so ein großer Esstisch. Hier sind ein paar Geschenke und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Hier sind einfach nur so Jacken und so drin, also jetzt nichts krass Besonderes. Genau, von dieser Perspektive sieht das so aus. Genau, und dann gehen wir weiter. Hier ist halt so ein Alarm. Genau, hier ist dann halt einfach Grocery, Dry Foods. Einfach unsere Pantry, also wo man halt immer Essen und so hat. Ich glaube, ihr wisst sagen, was es ist. Muss ich jetzt nicht genauer zeigen. Genau. Danach ist das hier der Blick. Yep, genau. Ich gehe mal hier so lang. Das ist unsere Küche. Das ist eine typisch amerikanische Küche mit so einer Insel, was ich extrem schön finde. Ich finde halt generell solche Kücheninseln extrem schön. Also ich glaube, in der Zukunft, wenn ich ein Haus haben werde, will ich auch unbedingt so eine Insel haben. Ich finde das extrem schön. Genau, hier haben wir einfach unseren Kühlschrank. Und ja, ich glaube, das muss ich auch nicht genau erklären. Ihr wisst ja, wie eine Küche aussieht. Ihr wisst ja alles, was es ist. Genau, hier ist einfach unser Eisbereich. Ich esse meistens an diesem Platz hier. Und mein Gastbruder meistens hier. Und dann meine Gastmutter da. Mein Gastvater da. Und hier ist dann sozusagen der Office von meiner Gastmutter. Hier arbeitet sie halt dann immer, weil sie ist ja Englischlehrerin. Das heißt, hier arbeitet sie immer. Und ja, genau, das ist halt sozusagen ihr Arbeitsbereich. Dann hier kann man einfach weitergehen. Hier ist dann einfach sein Gästebadezimmer. Und hier einfach, ja, hier geht man wieder zur Garage zurück. Genau. Also es ist einfach so ein Rundherum, sagen, so ein Rundgang. Und hier ist dann unser Wohnzimmer, was ich extrem schön finde. Hier haben wir unseren Weihnachtsbaum schon und Geschenke. Und ja, dann ist da unser Fernseher. Und hier haben wir auch unsere Stalkings. Das ist mein Stalking. Ich finde richtig süß mit der Eule. ja, genau. Und hier haben wir so einen kleinen Kamin auch. Ich glaube, das heißt Kamin. Ich finde langsam echt schon deutsch. Und ja, genau. Das ist das einfach unsere Couch hier. Und ja, das ist dann halt hier so der Blick. Genau. Und das war es auch eigentlich schon mit dem ganzen Part unten. Genau, noch einmal kurz so ein Durchblick. Für euch alle. Und ja, genau, das war's auch eigentlich schon. Und dann würde ich sagen, gehen wir
nach oben. Von den Treppenstufen ist der Blick so. Dann geht man halt hier so nach oben und hat dann halt sagen hier sozusagen so einen Überblick auch. Und das geht halt hier so voll auch so in die Höhe. Das kann man auf dem Video mal nicht ganz gut erkennen, finde ich. Und dann geht man halt hier nach oben. Und dann würde ich sagen, gleich kurz, welches Zimmer was genau ist. Und ja. Okay, ich habe jetzt diese Licht nochmal angemacht. Und das kann man jetzt nochmal ein bisschen besser erkennen. Ich finde es extrem schön, wie es halt einfach so nach oben geht. Keine Ahnung, es hat so extrem meinen Geschmack. Und dann ist hier ein Spiegel. Hier könnt ihr mich sehen. Und ja, hier ist das Schlafzimmer von meinen Gasteltern. Das will ich jetzt nicht zeigen, weil ich finde, es ist halt nicht angebracht fürs Social Media, finde ich. Deswegen, das will ich jetzt nicht zeigen. Hier ist einfach unsere Waschmaschine und Dryer. Trockner? Ja, ich vergesse schon echt langsam deutsche Wörter. Und dann hier ist das Spielzimmer von Lia. Ich wünschte, ich hätte so etwas gehabt, als ich klein war. Einfach so ein eigenes Spielzimmer, richtig, richtig schön. Ja, hier spielt er halt einfach immer und ich spiele hier auch immer extrem oft mit ihm. Also wir verbringen hier richtig viel Zeit in diesem Zimmer. Und dann haben wir einfach auch so einen kleinen Tannenbaum im Spielzimmer. Und ja, hier ist auch so eine Weltkarte. Ja, ich bin genau hier, glaube ich, da. Ja, genau, fast hier, genau an der Küste. Dann ist hier noch so ein kleiner Fernseher, wo wir halt auch mal ganz viel Mario Kart spielen. Und hier könnt ihr halt auch so ein bisschen Nachbarschaft sehen, aber da es dunkel ist, kann man es halt nicht so gut erkennen. Ja, genau. Dann gehe ich jetzt mal weiter zum nächsten Zimmer. Hier geht man halt zum nächsten Zimmer. Hier ist halt das zweite Gästezimmer. Da ist halt jetzt gerade niemand drin. Das ist halt sagen frei. Also falls ihr noch einen zweiten Ausbildschüler aufnehmen wollen würden, könnt ihr hier eine zweite Ausbildschüler noch nehmen. Ja, das ist halt das zweite Zimmer. Hier ist halt einfach ein Riesenbett. Und dann kann man da wieder auf die Nachbarschaft sagen, rausgucken, was ich extrem schön finde. Und dann halt hier halt einfach ein Ankleidezimmer. Und dann geht man hier, vielleicht sieht man ein bisschen so die Nachbarschaft hier. Kann ich kurz besser erkennen? Ja, man kann es ein bisschen besser erkennen. Ja, genau, das ist die Aussicht aus diesem Zimmer hier. Und dann kann man da dieses schöne Haus auch sehen, was so dekoriert ist. Ja. Genau, das ist halt das Gästezimmer. Hier wird jetzt auch Familie schlafen, die halt für Weihnachten kommt. Die kommt auch heute Abend schon. Und jetzt auf dem Flur geht's, keine Ahnung, zu welchem Zimmer sollte ich jetzt gehen? Ich kann einfach mal kurz das zeigen. Das hier sind einfach nur so Handtücher und so, falls ich halt einfach ein Handtuch brauche. Nehme ich mal von hier ein Handtuch. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu meinem Badezimmer. Das teile ich mit meinem kleinen Gastbruder. Und hier ist halt sein Waschbecken. Und das ist mein Waschbecken hier. Ich habe hier eigentlich echt nicht viele Sachen, immer so Zahnbürste und so. Und hier habe ich halt so ein paar Sachen drin. Und hier bin ich. Und ja, hier ist halt einfach die Dusche. Und natürlich, Tete, was kann ich jetzt sagen? Ich glaube, ihr wisst alle, wie ein Badezimmer aussieht. Ja, genau. Und dann habe ich hier halt auch so ein paar Glättereisen und so. Und ja, einfach so ein paar Sachen. Aber hier meistens sind meine ganzen Sachen hier so drin. Und ja, das war es auch schon mit dem Badezimmer. Dann würde ich sagen, gehen wir kurz in Lias Zimmer. Das ist mein kleiner Gastbruder. Ich glaube, den kennt ihr alle. Also das ist sein Zimmer hier. Sein kleines Paradise. ja, genau. Ich glaube, ich sage in diesem Video so oft M, weil ich gar nicht weiß, was ich sagen soll. Ich sage einfach nur alles so. ja, ich wünschte, ich hätte so etwas gehabt. Das ist einfach so schön. Einfach so ein kleines Zelt. Ja, das ist extrem, extrem schön. Und ja, mein Zimmer ist direkt hinter dieser Wand. Ich kann ja eigentlich auch gar nicht mal so viel zeigen. Also einfach sein Bett und sein Zimmer. Und hier ist ein Ankleidezimmer. Und oh, ein kleiner Chaos-Rucksack, richtig süß. Und ja, ich will jetzt mal sagen, wie jetzt in mein Zimmer, was direkt hinter dieser Wand ist. Also, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt in mein Zimmer. So, last but not least, mein Zimmer. Genau. Okay. Licht an. Okay, das ist also mein kleines Zimmer hier, richtig gemütlich. Und ja, also das ist hier mein Bett. Und hier habe ich eine kleine Lichterkette hinter meinem Bett. Und dort habe ich halt ganz viele Polaroid-Bilder aufgehangen, um mich halt einfach so mehr wie zu Hause zu fühlen. Ich finde, das brauche ich halt einfach mal extrem so, ja, einfach so Bilder von meiner Familie und Freunden. Und ja, genau, das ist dann halt hier mein Bett und thankful. Und ja, hier ist halt einfach so ein kleiner Schminktisch, wo ich mich einfach fertig mache morgens. Hier habe ich so etwas Weihnachtsdekoration, um ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu sein, obwohl ich dieses Jahr echt gar nicht in Weihnachtsstimmung bin. Keine Ahnung warum. Und ja, hier habe ich einfach meine Schminktasche, Parfüm. Ja, hier habe ich halt einfach so Bücher und so drin, also einfach echt nicht krass wichtige Sachen drin, also ja.
Da ist dann mein Spiegel, wo ich halt immer meine Outfits angucke und so. Und hier habe ich so ein bisschen Pflanzen. Ich brauche halt einfach immer Pflanzen. Also Pflanzen und Kerzen brauche ich einfach in meinem Zimmer. Und dann habe ich hier so eine kleine persönliche Ecke, würde ich mal sagen. Also einfach so mein Abschiedsbuch, Parfüm. Dann halt dieses Heart of Gold Award, was ich halt von meinem Cheer-Team bekommen habe. Einfach so Erinnerung, würde ich mal sagen. Und halt so ein kleiner Schutzengel, den ich von meiner besten Freundin bekommen habe am Flughafen, bevor ich Deutschland verlassen habe. Und dann halt hier halt einfach auch so ein Bilderrahmen, den ich bekommen habe von meiner besten Freundin als so ein Abschiedsgeschenk. Und einfach eine Kerze. Also einfach so persönliche Erinnerung, würde ich mal sagen. Genau, weil man die halt einfach gut herkennen kann. Und ja, und dann habe ich halt einfach so Taschen. Und hier kann man dann halt meinen Ausblick sehen aus meinem Zimmer. Genau, das ist dann halt die Nachbarschaft. Gerade hier. Den Lichter kann man auch voll gut erkennen. Und ja, hier habe ich dann Unterwäsche. Hier habe ich Pyjamas, glaube ich. Hier halt einfach ganz viele T-Shirts und unten ein paar Hosen. Aber eigentlich mostly ist alles da drin. Ich weiß nicht warum, aber es fällt mir extrem schwer, heute Deutsch zu reden. Ich habe so ein Gefühl, ich verspreche mich die ganze Zeit. Also sorry, falls ich mich gerade die ganze Zeit verspreche. Ja, das ist hier mein Einkleidezimmer. Und ich bin so in love mit diesem Einkleidezimmer. Ich finde es so toll, dieses Einkleidezimmer. Ich wollte das schon immer haben. Und ich habe auch so diesen typisch amerikanischen Teppichboden, was ich auch extrem cool finde. Und ja, das ist halt hier mein Ankleidezimmer, meine Klamotten, weil immer mehr hier in Amerika und ich weiß nicht, wie ich die nach Hause nehmen soll. Ich habe bestimmt meinen zweiten Koffer dazu nehmen müssen. Ja, hier habe ich halt, wie gesagt, einfach ganz viele Jacken, Mantel, ja, ich kann es sehen, einfach Klamotten. Und dort oben habe ich halt einfach noch Hosen, weil es passen nicht alle Hosen dort rein. Das heißt, ich habe dann halt einfach dort noch ganz viele Hosen und halt so Jogginghosen und so. Dort habe ich einfach ein paar Bücher und ein paar Schuhsachen. Und hier sind dann meine ganzen Shielding-Klamotten, also meine Palms, meine Bows, also hier, diese Bows hier. Hier, genau, für Shielding, die ich bekomme. Und halt einfach meine Uniform, die ich immer an Games trage und halt auch noch meine Sportklamotten, die ich beim Training trage. Und einfach hier meine zwei Koffer, mit denen ich hier nach Amerika gekommen bin. Und dann halt einfach mein Schulrucksack und noch ein anderer Rucksack. Und das war es auch eigentlich schon von meinem Ankleidezimmer hier. Also mehr kann ich euch eigentlich hier echt nicht zeigen. Das war es auch eigentlich schon. Okay, ein allerletzter Überblick nochmal über mein Zimmer. Genau. Ja, ich finde mein Zimmer extrem schön. So klein und gemütlich, aber ich fühle mich extrem. Also ich fühle mich so von Tag zu Tag immer wohler. Und ja, genau, das war es auch eigentlich schon. Mit der ganzen Haustour, glaube ich. Und ja, ich glaube, das war schon alles, was ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es ging halt irgendwie extrem sehr schnell um. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, ich habe euch alles so in so einem Steinumlauf gezeigt, aber ich weiß gar nicht mal so, was ich so viel zu beschreiben soll. Aber auf jeden Fall hoffe ich wirklich, dass das Video gefallen hat. Und falls ja, abonniert mich, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand dabei. Und ja, in 2 Tagen ist einfach Weihnachten. Ich bin voll aufgeregt, so Weihnachten in Amerika zu verbringen, aber gleichzeitig ist es so extrem schwer für mich, so ohne meine Familie. Das ist schon momentan schon echt extrem schwer für mich irgendwie, aber ja, in 2 Tagen kommt ein Video von Weihnachten in Amerika und seid gespannt darauf. Und dann wünsche ich euch allen frohe Weihnachten, bleibt alle gesund. Und dann würde ich sagen, wie immer, bis zum nächsten Mal.